Wir sind hier bei der Firma Eduard Merkle in Blaubeuren-Altenthal. Die Rechtsvorgänger gibt es schon seit 1899. Jeder Standort ist 1924 entwickelt worden. Wir produzieren getrocknete Kalksteinmehle und Kalksteinkörnung. Die Produktion beschäftigt 56 Mitarbeiter. Auf volle Kräfte sind das ungefähr 50. Wo werden diese getrockneten Kalksteinmehle, Kalksteinkörnung eingesetzt? Die werden sehr fein aufgemahlen und gehen dann als Substitut ergänzend in die Farben- und Lackindustrie, in die Kunststoffindustrie. Und wenn die dann gröber werden, Bauchemie, Putzindustrie, aber auch Futtermittel oder ein ganz anderer Anwendungsbereich, wären zum Beispiel Einzelfuttermittel oder sowas. Der Umweltschutz spielt eine sehr große Rolle, weil dieser Steinbruch, dieses Bergbauunternehmen, lebt ja praktisch von der Natur. Und in den ganzen Genehmigungsverfahren ist natürlich auch hinterher wieder Eingegliederung der Landschaft, wie die Landschaft wieder hergestellt werden muss, nach Beeinstellung des Abbaus. Das war also immer schon ein originäres Thema seit über 50 Jahren hier. Da, wo vorher Wald war, kommt auch wieder Wald hin. Nur hat man jetzt natürlich auch, weil man erkannt hat, dass diese Lebensräume sehr wertvoll sind und in unserer intensiven landwirtschaftlich genutzten Land- und Forstwirtschaft die Natur keine Rückzugsräume mehr hat, werden dann auch 10-15% Sonderbiotope angelegt. Das heißt, das sind Flächen für zum Beispiel Amphibien, Trockenbiotope für Schmetterlinge, für Reptilien, dass die hier ihren Rückzugsraum haben. Aber auch Pflanzengesellschaften, Orchideen, Enziane sind sehr wärmeliebend und benötigen diese halbtrockenen, trockenen Standorte. Der Energiebedarf unterscheiden wir einmal die elektrische Energie, die wir benötigen. Das sind ca. 15 Millionen Kilowattstunden. Im Vergleich, 3 bis 4 Personen Haushalt brauchen nur 4.500 Kilowattstunden. Und der Trocknungsprozess, der benötigt auch nochmal ca. 25 Millionen Kilowattstunden. Normaler Heizungsverbrauch sind auch 20.000 Kilowattstunden. Das heißt, mit diesen Zahlen merken Sie, dass wir ein sehr energieintensiver Betrieb sind. Bei den großen Energieverbräuchen ist natürlich Energieeinsparung, effizientes Arbeiten einfach notwendig, um wirtschaftlich zu überleben. Weil wir über 10 Millionen Kilowattstunden Strom verbrauchen, ist es eine Anforderung der BAFA, um einen Begrenzungsbescheid für die EEG-Umlage zu haben. Also einmal sind es wirtschaftliche Aspekte. Gleichzeitig benötigen wir das einfach natürlich auch als Image. Und dann ist es auch unser selbstgestecktes Ziel, einfach mit Ressourcen effizient umzugehen. Und Energie ist ja auch eine Form der Ressource. Wir haben einfach ein ganzes Energiemanagementsystem, das Messsystem aufgebaut. Da sieht man dann und kann verschiedene Auswertungen fahren. Da kann man Schichtvergleiche machen, man kann Anlagen vergleichen zu verschiedenen Betriebszuständen, man kann alle möglichen Vergleiche da fahren. Was für uns aber auch sehr wichtig war, war die ABC-Analyse. Und die Kategorie A ist, sag mal, die Kategorie, die 80% meiner Gesamtenergie verbraucht. Die war für uns halt relevant. Da fangen wir an, was zu tun, und da erziele ich schnell Effekte. Ja. Und wenn ich dann halt sehe, das sind 100%, und der vordere Bereich wäre dann der Bereich, in dem meine Hauptverbraucher liegen würden. Und dort kann ich dann gleich schnell feststellen und sagen, okay, da habe ich mal einen Ansatz, wo ich mal anfangen kann, wo ich schnell Effekte erziele. Das haben wir gemacht, haben wir uns festgestellt, alle Antriebe, die größer 75 kW sind, müssen wir genau betrachten. Also wir gehen jetzt von den größten Antrieben runter, also von größter Antrieb hat 330 kW. Da wird dann umgestellt auf Energieeffizienz Klasse 3. Man hat gesehen, dass man Dinge verändern kann, wo die Verbräuche irgendwo aus dem Ruder liefen vielleicht dann auch. Und dann hat man gesehen, wenn man da was ändert, dann tut sich vielleicht im ganz anderen Zweig in der Produktion irgendwas. Ja. Gewisse Wechselwirkungen haben da stattgefunden. Natürlich haben wir auch gesehen, dass Energie unnötig irgendwo verbraucht worden ist. Und somit hat man sich da mehr und mehr rangetascht und sich dann verbessert. Ja. Im Labor haben Sie gesehen, dass wir mit einer Röntgenfluoreszenzanalyse die Calciumcarbonat bestimmen. Das ist ein Thema der Ressourceneffizienz. Wir haben hier helle und dunkle Partien und da gibt es Übergänge. Vorher mussten wir diese dunkleren Partien per se wegwerfen, weil wir nicht schnell ein Ergebnis hatten im Abbau. Jetzt können wir aber über die Röntgenfluoreszenzanalytik die Carbonatgehalte schnell bestimmen. Und wir haben viele Kunden, denen kommt es nicht auf die Farbe an, sondern nur auf den Carbonatgehalt, weil der ist dann in ihrem chemischen Prozess wirksam. Der Effekt ist dann, dass wir dadurch eine Lebensdauerverlängerung haben hier in dem Abbau. Wenn Sie dort dann 5-10% mehr der Lagerstätte nutzen können, dann haben Sie, wenn Sie 50 Jahre sagen wir mal, noch Lebensdauer haben, haben 10% Verlängerung, dann kommen Sie auf 55 Jahre. Das heißt, man muss 5 Jahre später einen neuen Steinbruch erst in Betrieb nehmen.
Im Steinbruch versucht man, auf die bestehenden Fahrzeuge die komplett auszuladen, dass sie zum Beispiel die 40 Tonnen Nutzlast auch genau haben, indem man ein Wägesystem hat, dass man genau den auch voll beladen kann. Weil der Spritverbrauch ist mit 36 Tonnen Nutzlast zum Beispiel fast genauso hoch wie mit 40 Tonnen. Das heißt, die 10% fährt man umsonst praktisch kostenlos mit und hat dann 10% der für mehr Energie gespart. Das Gleiche haben wir uns auch gedacht bei den Elektrostaplern. Insgesamt muss man sagen, ist der Energieverbrauch und die Investitionskosten vielleicht pari, aber der Elektrostapler bietet andere Vorteile. Wir haben einen leisen Arbeitsplatz, wir haben nicht den Staub, zum Beispiel bei Ruß oder sowas alles. Und der Mitarbeiter, der 8 Stunden damit arbeitet, für den ist das auch ein Vorteil, wenn er einen sauberen Arbeitsplatz hat. Die ganzen Datenverarbeitung findet zentral statt in einem Serverraum. Da hat man entsprechende Racks gehabt, um die Daten zu sichern, zu speichern. Und irgendwann hat man gemerkt, dass die immer mal ausgestiegen sind. Man hat an Energie überhaupt nicht gedacht, hat aufwendige Kühlung gebaut, dann wohl wieder was installiert, hat nochmal Kühlung ergänzt und irgendwann wurde der Raum zu klein. Und dann haben wir gesagt, einen neuen Raum bauen wir nicht. Und man hat nachgedacht und hat eine Lösung gefunden, wie man dann die Datenspeicherung und Sicherung auch anders zusammenfassen kann. Auf zentrale Racks kann virtuell spiegeln und hat jetzt nur noch einen Bruchteil der Rechnerleistung überhaupt installiert und mit dem Nebeneffekt, also ich verbrauche weniger Strom für die Datenspeicherung und ich spare mir auch noch den Strom zur Kühlung dieses Raumes. Also wir haben einmal was im Aufbereitungsprozess getan. Wir haben ein Rollenrost mit einer Spannwelle installiert. Das war die erste Stufe, auf der wir teilgenommen haben an dem Wettbewerb 100 Betriebe für Ressourceneffizienz. Die zweite Stufe wäre dann noch, dass man eine Trockenreinigungstrommel ergänzt. Die ist gerade in der Planung und soll dann auch in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Wir haben im Steinbruch ein verkäufliches Material, nennen wir Vorsiebmaterial. Dieses Material haben wir weggeworfen, das war nicht verwertbar. Wir haben eine Möglichkeit, technischer Art, wie man das Material noch nutzen kann. So lagern wir das momentan da drüben, dann waschen wir das, dann bekommen wir das Produkt hier. Und wenn wir es trocknen, bekommen wir dieses Produkt hier, wo noch mehr Wertschöpfung drin liegt. Und dieses Produkt, zu dem wollen wir eigentlich hin und dafür konzipieren wir die Aufbereitungsanlage. Ja? Diese Anlage, die hat eine Trockentrommel drin, die verarbeitet das Material noch ein bisschen anders. Erhitzt es, trocknet das Ganze auf 0,1% Feuchtigkeit runter und erzeugt dann ein hochwertiges Verkaufsprodukt für uns. Diese Kombination Rollenrost und dann entsprechend eine Spannwell-Siebmaschine, die wir dann nochmal verwenden, die auch versucht, das Kalksteinkorn zu vereinzeln und der Lehm fällt dann durch und geht in die Abfallfraktion rein, erhöht uns das Ausbringen von ca. 80% auf 90% der Aufgabe, die wir hier haben. Und das ist natürlich ein Wort. Wenn man mit einer Aufbereitungstechnik sein Ausbringen um 10% erhöhen kann. Das Blockheizkraftwerk, die sind wärmegeführt, das heißt die Wärme wird vollständig genutzt, was das Abgas des Motors betrifft. Dann produzieren die elektrischen Strom und haben aber noch ca. 20% der Primärenergie, 15 bis 20% sind noch Kühlwasserwärme und Strahlungsverluste. So, und wir haben uns überlegt, wie man die auch noch vernünftig nutzen kann. Das Problem ist, es gab nichts von der Stange zu kaufen, so mussten wir selber unser Gehirnkastel anstrengen. Wir haben hier die Silo-Vorwärmung selbst entwickelt, haben hier dann mal das Kühlwasser, das ja dann 80, 90 Grad hat, über Luftwärmetauscher dann in das Silo gebracht und somit das Gestein angetrocknet, was eine enorme Verbesserung war. Damit haben wir die Kapazität der Trocknungsleistung erhöht. Und wir nutzen dort jetzt praktisch fast 1000 kW in der Stunde und haben damit unsere Trocknungskapazität um 20-25% erweitern können und haben somit den Invest von 1 Million in diese neue Trocknung gespart und wir nutzen die Energie, die sowieso ja schon da ist und sonst einfach über einen Kühler in die Umwelt geblasen worden ist. Und das war jetzt auch ein Vorzug des Energiemanagements, dass man diese Dokumentation hat und dann nachschlagen kann, nachschauen kann, wie ist der Effekt, weil man an sich dann auch messbare Ziele hat, Messgrößen. Das Energieaudit hat sehr viel gebracht. Es zwingt einen, systematisch seine Kennzahlen zu entwickeln und hat dann auch eine Erfolgskontrolle. Und diese Erfolgskontrolle ist dann ja der Maßstab, ob das Energieaudit wieder einem was gebracht hat. Und deshalb kann ich jedem Mittelständler empfehlen, sich an einem Energieaudit zu beteiligen, zum Beispiel an der Norm 50.001 und folgende.